Ja, der VfB. Und am 19. zu doch nochmal im Vlog. VfB Frauenfußball oder beziehungsweise noch nicht ganz VfB Frauenfußball. Kurz ein paar Hintergrundinfos. Am 2. Juli letztes Jahr, 2021, kam die Meldung auf der Club-Webseite: VfB gründet Abteilung für Frauenfußball. Ist eine Kooperation eben mit dem VfB Obertürkheim. Der Spielbetrieb soll zur Saison 22/23 starten, also nächste Saison. Diese Saison zwar immer noch VfB, aber halt Obertürkheim, noch nicht Stuttgart. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist es Frauenfußball beim VfB. Obertürkheim ist die erfolgreichste Frauenfußballmannschaft Stuttgarts. 2019 sogar aufgestiegen in die Regionalliga Süd. Jetzt droht aber der Abstieg nach Ansbach. Das ist das nächste Relegationsrückspiel. Im Hinspiel gab es ein 1:1 beim FSV Hessen Wetzlar. 13:30 ist Anpfiff. Los geht's. Verkehrt. Ja. Lebt noch? Ja! Ja. Ah. Das ist unserer. VfB! 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 Wow! Oh, er lebt noch! Und raus aus dem Stadion! VfB! 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 Ja, der VfB! Verlängerung oder was? Ja? Oh, was zur Hölle, Alter! Wahnsinn, Elfmeterschießen. Das gibt es ja wohl nicht. Jawohl! Wow. Wow. Wow, eiskalt. Den hat sie easy. Easy game. Oh yeah. Nein! Um
Leverkusen zurück. Leider nicht so erfolgreich gewesen, diese Relegation im Vergleich zur Ansbach-Relegation logischerweise. Trotzdem war es sehr, sehr cool mal. War auch was Neues für mich, das erste Mal Frauenfußball generell überhaupt gesehen, so vor Ort. Ne? Erstmal 3 Euro für Studenten der Eintritt, sehr, sehr geile Nummer. Auch einige vom VfB dabei gewesen, einige offiziell. Also ich nehme jetzt mal die, die ich gesehen habe, so können noch mehr dabei gewesen sein, die ich gesehen und erkannt habe. Rainer Adrian, Klaus Vogt dabei, Dr. Marc-Nikolai Schlecht, Alexander Werle, Lisa Lang. Natürlich, klar, nicht so richtig VfB-Offizielle, ist ja klar. Ron Merz habe ich gesehen und eben auch Butze, also Sebastian vom Vertikalpass habe ich alle gesehen. Komischerweise gab es hier keine Auswärtsregel. Die gab es noch bei Ansbach, das ist ja auch Regionalliga Männer gewesen, Regionalliga Frauen, gab es hier nicht mehr die Auswärtsregel. Dadurch Verlängerung am Ende leider im Elfmeterschießen verloren. Das ist ja leider am Ende des Tages einfach eine pure Lotterie. Sehr, sehr schade, weil nach 120 Minuten Fußball, spielerisch, das war nicht verdienter Abstieg. Sehr, sehr schade. Jetzt geht's in die Oberliga. War trotzdem, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Erlebnis. VfB hat von rund 400 Zuschauern berichtet. Da würde ich fast sagen, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr waren. War wirklich sehr, sehr cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.